Liebe Sportsfreunde, in diesem neuen Video hier von mir möchte ich mal wieder auf eine neue Trainingsorganisation oder einen Trainingsplan eingehen, und zwar auf das Split-Training. Ich habe euch ja schon mal das Ganzkörpertraining vorgestellt, und das Split-Training ist hier eine andere Alternative, vor allem für die Personen oder für die Trainierenden, die etwas intensiver an die Sache herangehen möchten. Und es ist ja logisch, wenn ihr mehr Übung oder mehr Sätze für eine entsprechende Muskelgruppe ausführen möchtet in einer Einheit, dann müsst ihr natürlich etwas mehr Zeit mitbringen. Und im Ganzkörpertraining ist es ja so, dass ihr maximal ein bis zwei Übungen für die Muskelgruppe aufbringt. Und wenn ihr dann intensiver trainieren möchtet, müsst ihr teilweise ja, zwei bis vier Übungen für die Muskelgruppe aufbringen. Und wenn ihr das alles in eine Einheit packen würdet für jede Muskelgruppe im Ganzkörpertraining, dann wärt ihr da locker bei 3 bis 4 Stunden von der Trainingseinheit. Und das ist natürlich nicht möglich, weil die Ermüdung viel zu hoch ist und der Trainingsreiz und Effekt dann gleich null ist. Deswegen macht man das Split-Training und teilt die Muskelgruppen so auf die verschiedenen Tage auf, dass man diese auch intensiver trainieren kann. Und für diese Übersicht des Split-Trainings habe ich euch mal eine kleine Grafik oder Übersicht hier mitgebracht, damit ihr ein paar Einblicke mal bekommt, wie das Ganze aufgebaut ist, was die Grundlagen so sind. Und das möchte ich euch in diesem Video mal mitteilen. Deswegen hier schon mal eine erste Abbildung für euch, damit wir schon mal einen kleinen Einblick in das Split-Training bekommt. Und zwar ist das Split-Training in erster Linie natürlich für Fortgeschrittene, die etwas intensiver trainieren möchten. Da ihr durch 2 bis 4 Übungen pro Muskelgruppe natürlich eine viel höhere Belastung habt und höhere Reize setzen könnt, gerade vielleicht auch im Hypertrophie- oder Maximalkrafttraining. Und Ganzkörpertraining ist ja meist immer auf maximal 3 Trainingseinheiten die Woche angesetzt. Und das Split-Training ist für all die Personen, die mehr als 3-mal die Woche trainieren möchten. Deswegen, wer mehr als 3-mal die Woche trainiert, für den macht es keinen Sinn mehr, im Ganzkörpertraining zu trainieren, sondern in erster Linie dann auf ein Split umzustellen. Ihr habt hier natürlich einen viel größeren Umfang im Training, also eine viel höhere Intensität. Und ihr müsst immer darauf achten, wenn ihr diesen Split zusammenstellt, macht es Sinn, am Anfang immer synergistische Muskelgruppen zusammen zu trainieren. Das heißt, ihr habt zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Brust trainiert, trainiert ihr automatisch immer beim Bankdrücken zum Beispiel den vorderen Schulteranteil oder auch den Trizeps hinten mit. Deswegen macht es Sinn, diese Muskelgruppen zusammenzulegen an einen Tag, die wirklich sowieso schon beansprucht werden. Beim Rücken wäre das zum Beispiel auch der Bizeps, wenn ihr so ein Rudern oder einen Latzug macht, dann habt ihr hier vor allem den hinteren Schulteranteil und den Bizeps mit drin. Deswegen müssen wir mal gucken, welche Muskelgruppen lege ich am besten zusammen, dass dieser Split auch Sinn macht und die Regeneration dazwischen gegeben ist. Deswegen solltet ihr auch bei dem Training, bei den einzelnen Einheiten immer die komplexen Übungen vorausmachen. Das heißt, ihr macht zum Beispiel für die Brust erstes Bankdrücken, wo sowieso schon die anderen Muskelgruppen etwas mit beansprucht werden, zum Beispiel der Trizeps oder auch der Schulteranteil in dem Fall. Und dann könnt ihr zum Ende der Trainingseinheit dann diese kleineren Muskelgruppen, also sprich den vorderen Schulteranteil oder den Trizeps beim Brusttraining oder beim Rückentraining, den Bizeps zum Ende der Trainingseinheit nochmal stärker isoliert trainieren mit nochmal vielleicht 2 Einheiten, damit ihr auch den nochmal etwas stärker reizt. Der Vorteil ist natürlich ganz klar beim Split-Training, wenn ihr euch diese Muskelgruppen in der Woche aufteilt, habt ihr eine viel bessere Regeneration. Das heißt, ihr könnt sehr viel und häufig die Woche bis zu 6-mal eventuell die Woche trainieren und habt trotzdem die gegebene Regeneration, was natürlich sehr, sehr klasse und sinnvoll ist für euch. Das wären so die Grundlagen vom Split-Training, die natürlich zu beachten sind und sehr wichtig sind. Und ihr seht schon, es ist natürlich viel mehr dann auch die Woche möglich von Trainingseinheiten. Ihr könnt dann 4 bis 6 Mal die Woche trainieren. Und dafür habe ich euch nochmal eine kleine Übersicht, also 2 Trainingspläne mitgebracht, die vielleicht am Anfang Sinn machen. Natürlich gibt es auch da viele Variationen, die ihr machen könnt. Aber das sind jetzt 2 grundlegende Dinge, die auf jeden Fall so klappen und Sinn machen. Und für jeden, der mit Split-Training beginnt, sollten das vielleicht auch die Grundlagen und die ersten Trainingspläne sein. Hier haben wir in erster Linie einmal dann das einfache Split-Programm. Bei dem einfachen Split-Programm teilt ihr euren Körper auf in die unteren und die oberen Extremitäten. Das heißt, ihr fangt zum Beispiel am Montag an, trainiert euren Bauch, die Beine, Gesäß und den unteren Rücken.
dann macht ihr am Dienstag frei oder wenn ihr etwas in die Fettverbrennung gehen möchtet, ein leichtes Ausdauertraining. Am Mittwoch macht ihr dann die oberen Extremitäten, das heißt die Brust, Schulter, oberen Rücken und die Oberarme. Und am Donnerstag beginnt ihr dann wieder mit den unteren Extremitäten, dass ihr halt das aufgeteilt habt in einen einfachen Split, also einmal gesplittet das Ganze und dann am Freitag wieder frei, gegebenenfalls Ausdauer. Und am Samstag macht ihr dann wieder mit Brust und Schulter weiter. Dann habt ihr das Ganze viermal die Woche und schon eine recht intensive Trainingseinheit auf die Woche dann. Und so habt ihr schon mal einen einfachen Split, der vielleicht für den Einstieg nach dem Ganzkörpertraining, wenn ihr von drei auf viermal die Woche umstellen wollt, euer Training, also viermal die Woche trainieren wollt, hier eine sehr gute Möglichkeit mit dem Einfach-Split. Was natürlich auch hier wieder ganz wichtig ist, dass ihr beim Einfach-Split auch einmal die Woche auf jeden Fall einen Tag komplett Pause macht, also abgesehen vom Ausdauertraining. Das ist ganz wichtig für euch, dass ihr da auch mal einen Tag auf jeden Fall komplett Pause macht. Dann kommen wir zum Doppelsplit-Training. Beim Doppelsplit-Training wird der ganze Körper in drei Einheiten dann unterteilt und hier könnt ihr dann nochmal etwas genauer drauf eingehen und bis zu sechsmal die Woche trainieren. Beim Doppelsplit-Training sieht es dann so aus, hier macht es auch wieder Sinn, die Synergisten zusammen zu trainieren, das heißt die Muskelgruppen, die sowieso schon beansprucht werden, das heißt, wenn ihr am einen Tag die Brust macht, macht ihr auch den Trizeps zum Beispiel und hier im Plan wäre das dann so, zum Beispiel wenn ihr montags anfangt, macht ihr was für den Latissimus und den oberen Rücken, die sind dann sowieso schon verbunden, die Muskelgruppen zum Beispiel beim Latzug oder beim Rudern, ihr macht da was für den Bizeps zum Abschluss und die Schulteranteile hinten, dann habt ihr alle verbundenen Muskelgruppen, diese Synergisten, die sowieso zusammenhängen, schon an dem Montag abgedeckt. Dann geht ihr am Dienstag dann auf die anderen Muskelgruppen, ja, also das spricht sind es auch oft die Gegenspieler, dann macht ihr den Bauch, ihr macht die Brust, zum Beispiel durchs Bankdrücken, dann habt ihr automatisch auch den Schulteranteil und den Trizeps schon mit beansprucht und da könnt ihr nochmal genauer eingehen, dass ihr die Schulter vorne und den Trizeps nochmal gezielt trainiert und am dritten Tag macht ihr dann die Beine, Gesäß und den unteren Rücken, so habt ihr jeweils drei Tage hintereinander tolle Trainingseinheiten und trainiert nicht in die Regeneration mit rein. Dann würde ich euch empfehlen, am vierten Tag einen Tag Pause zu machen oder ein lockeres Ausdauertraining. Also einmal die Woche sollte die Pause auch gegeben sein, weil euer Körper ist mal als Ganzes und als Organismus zu betrachten. Deswegen solltet ihr niemals siebenmal die Woche trainieren, sondern auch euren ganzen Körper mal einmal einen Tag Pause die Woche gönnen und euch ein bisschen relaxen. Dann macht ihr das Ganze natürlich wieder von vorn am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Ihr könnt natürlich das auch anders legen die Woche, ja. Aber das ist eine sehr, sehr gute Grundlage für euch, wie ihr das Training organisieren könnt. So habt ihr von mir zwei einfache Trainingspläne für Split-Training. Einfach den einfachen Split am Anfang und den Doppelsplit. Zwei einfache Splits, die zum Beginn Sinn machen. Immer darauf achten, gerade beim Doppelsplit, immer die Synergisten an einen Tag legen, also wirklich die Muskelgruppen, die verbunden sind, dass ihr am nächsten Tag nicht in die Regeneration mit rein trainiert. Das ist so im Endeffekt die Grundlage des Split-Trainings. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich konnte euch da ein bisschen aufklären. Natürlich gibt es auch wieder super Sätze oder andere Variationen, wie ihr trainieren könnt, auch im Split-Training. Aber das ist eine sehr, sehr gute Grundlage. Ich persönlich trainiere im Doppel-Split-Training und habe da eigentlich recht gute Erfolge. Ich versuche es, dass ich es sechsmal die Woche schaffe. Und dann habt ihr schon sehr, sehr gute Einheiten. Wichtig auch hier wieder die Intensität. Da ihr das Training sowieso schon aufteilt, reicht hier wirklich eine Einheit von einer intensiven Stunde. Das heißt, ihr solltet niemals länger als eine Stunde oder anderthalb Stunden am Tag trainieren, sonst ist die Ermüdung wieder zu schnell da und der Muskelreiz ist wieder nicht gegeben, dass ihr auch die Regeneration dann benötigt, ist natürlich klar. Ja? Deswegen übertreibt es nicht. Sechsmal die Woche ist schon verdammt viel, aber dann guckt, dass ihr eine intensive Stunde trainiert. Und dann ist es natürlich eigentlich perfekt für euch. Also wie gesagt, das Split-Training für alle, die fortgeschritten sind, am besten für die, die schon vorweg ein Ganzkörpertraining als Grundlage gemacht haben. Und so könnt ihr mit dem Split-Training wirklich sehr, sehr intensiv trainieren. Bis zu sechsmal die Woche, wie gesagt. Und ihr könnt euch diese Trainingspläne nochmal kurz bei Facebook, sind sie online auf meiner Seite, könnt ihr mal hier unten drücken, mal liken. Oder halt auf meinem Blog, da habe ich jetzt so einen kleinen Button eingerichtet, wo ihr nochmal die Grafiken dazu findet, um euch nochmal zu informieren. Und ansonsten
hoffe ich, ich konnte euch etwas aufklären, was das Split-Training angeht. Also es ist wirklich nicht so schwierig, wie gesagt, einfach die Muskelgruppen aufgeteilt, nicht wie beim Ganzkörpertraining alles einem Tag, sondern auf die Woche verteilt. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, guckt ihr mal bei Facebook rein, wenn ich die Zeit finde, antworte ich natürlich. Und ihr findet natürlich auch das Programm zum Ganzkörpertraining auf meinem Blog oder in meinem YouTube-Channel. Einfach mal gucken und dann gibt es bald mal wieder was Neues und ich freue mich, wenn ihr meine Videos weiterhin guckt. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Training. Bis dann, haut rein, ciao!